Ja, erstmal hallo von mir. Und der Saal der PK ist etwa mehr gefüllt wie sonst. Freut mich auch. Ja. Selbst mein ehemaliger Spiel- und Sportkamerad Rainer Schütterle hört mal zu. Freut mich auch. Ja, erstmal zum Personal. Da können wir eigentlich soweit aus dem Vollen schöpfen. David Pissot hat einen leichten Infekt, Erkältung, wird aber heute komplett ins Training einsteigen, hat gestern erste Gehversuche gemacht. Und Malik Kara Ahmed ist krank. Und ansonsten können wir soweit aus dem Vollen schöpfen. Ja. Wir haben eine sehr bewegte Woche hinter uns gehabt mit zwei Auswärtsspielen, wo wir mit 4 Punkten nach Hause gekommen sind. Das hat uns natürlich richtig gefreut. Auch die Art und Weise, letzte Körner noch mal rausgehauen. Das zeigt, dass die Mannschaft den unbedingten Willen hat, die Spiele dann auch so zu gestalten, wenn es mal nicht ganz so läuft wie jetzt in Halle, wo wir nicht so ins Spiel gekommen sind, dass wir da dagegen halten und dann effektiv sind. Und haben jetzt während der Woche ein Spiel gegen die luxemburgische Nationalmannschaft genutzt. Auch da für Spieler, die wenig Spielzeiten hatten, die dann ein bisschen was in die Knochen bekommen haben. Das war sehr, sehr erfreulich, wie wir da aufgetreten sind. Das Ergebnis war nicht ganz so schön. Wir haben 3-1 verloren, aber es hat schon einen Fingerzeig gegeben. Auch das für uns als Trainerteam, für uns als Verein, wie die U19-Spieler sich präsentiert haben, das war eine Riesenfreude. Also da kommt auch dementsprechend was nach. Ein Andi Hoffmann hat mal über 80 Minuten gespielt, lange nach seinen Knieproblemen. Auch da hat es sehr, sehr gut ausgesehen. Für einen Stürmer ist immer gut, wie Marvin Puri, der mal getroffen hat. Es gibt immer ein Selbstvertrauen. Kann man Toni nachher fragen, wenn man ein Tor macht. Das ist immer schön. Auch da dann mal 90 Minuten abgerissen. Und so rutschen alle wieder ein bisschen mehr zusammen. Und jetzt haben wir die Woche sehr gut genutzt. Und werden noch die letzten 2 Trainingseinheiten nutzen vor dem Chemnitz-Spiel, um die Punkte hier im Wildpark zu behalten. Das mal von meiner Seite. Ja, die haben jetzt gegen Haching, glaube ich, war es, ein ganz ordentliches Spiel gemacht, robust gespielt, zweikampfstark. Das haben sie davor die Spiele nicht getan. Sie wissen, worauf es ankommt jetzt im Abstiegskampf, aber wir sind 14 Spiele ungeschlagen. Wir wollen natürlich unsere Serie ausbauen und vor allem zu Hause haben wir noch kein Heimspiel verloren, wenig Punkte abgegeben und wir wollen natürlich hier gewinnen, das ist ganz klar. Ja, erstmal das, was Toni gesagt hat, ist eine Mannschaft, die natürlich jetzt den Kampf angenommen hat, ein sehr, sehr ordentliches Heimspiel gegen Unterhaching abgeliefert hat, nach 0-1 das Spiel gedreht mit sehr, sehr viel Einsatzwillen und das wird auf uns zukommen, da müssen wir uns an die Leistungsgrenze gehen. Ob sie jetzt etwas tiefer stehen oder dementsprechend auch weiter vorne angreifen, das muss uns erstmal egal sein, wir müssen unsere Leistung aufs Spielfeld bringen. Ich glaube, das Hinspiel in Chemnitz war Ihr erstes? Ja. Glaube ich, wenn Sie mal kurz vergleichen, die Mannschaft, die Sie da übernommen haben damals und jetzt, wo sind da die größten Unterschiede, außer dass sie jetzt erfolgreich ist? Ja, erstmal denke ich, das kann man so nicht vergleichen. Die Mannschaft war damals sehr, sehr verunsichert, hat sich erstmal finden müssen. Ne? Ich habe auch gesagt, für alle Beteiligten war es nicht einfach, 19 Spieler erstmal so zu integrieren, was passt am besten zusammen. Und jetzt haben wir eigentlich so ein sehr, sehr gutes Gerüst gefunden. Die Automatismen klappen, wir stehen sehr, sehr stabil, haben eine Konstanz reingebracht und ist natürlich ein ganz anderes Selbstvertrauen da wie am Anfang der Zeit. Ja, ich habe länger nicht getroffen, ist richtig, aber ich muss dazu sagen, wir sind erfolgreich, wir gewinnen die Spiele und wer dabei trifft, ist natürlich egal, solange wir gewinnen. Natürlich würde ich auch mal gern meinen Teil dazu beitragen mit dem Tor, aber solange die Spiele so laufen und wir gewinnen, ist alles okay. Also ich spiele keine andere Rolle als in Chemnitz. Ich habe das in Chemnitz auch gespielt. So ist im Moment meine Lage. Ich versuche natürlich die Bälle zu wollen, zu haben und natürlich Schleuse damit einzusetzen, aber auch die anderen Spieler. Und im Moment klappt es eigentlich relativ gut. Aber natürlich will ich auch mal wieder treffen, das ist gar keine Frage. Aber wie gesagt, habe ich vorher schon gesagt, wenn es so läuft, bin ich auch damit zufrieden. Also in Osnabrück hat man, glaube ich, 5 richtig gute Torchancen. Auswärts muss man das erstmal hinkriegen. Muss ich sagen, der Torwart hervorragend gehalten. In Halle war es vielleicht auch dem geschuldet, dass wir vielleicht zu viele Körner lassen haben. Ne? Die Mannschaft vielleicht nicht ganz so frisch war. Und dann sind die Wege nach vorne auch nicht so kurz gewesen, weil der Gegner sehr, sehr uns reingedrängt hat. Und deswegen haben wir vielleicht jetzt nicht diese Möglichkeiten gehabt.
aber ich habe es ja vorher schon gesagt in meiner Eingangsrede, dass wenn es auch mal nicht so läuft, dass die Mannschaft sehr, sehr gut verteidigt und den Willen hat, unbedingt das Spiel zu gewinnen. Und dann reicht auch mal so ein Spiel. Ihr wollt uns kämpfen sehen? Zusammen gegen den Chemnitzer FC am 25. Februar um 14 Uhr. Wir sehen uns im Wildpark.